Andrew Tate Fan 23 schreibt, seit diesen ganzen MeToo traue ich mich überhaupt nicht mehr mit den Weibern zu flirten. Naja, das klingt doch jetzt erstmal nach einer positiven Entwicklung. Ey komm, früher war das einfacher. Nein hieß vielleicht und vielleicht hieß ja. Aber inzwischen hat man herausgefunden, dass Frauen auch ganze Sätze sagen können. Und da muss man dann zuhören? Du, es ist ganz einfach. Ja heißt ja und nein heißt nein. Ja, hä? Und wie lange gilt das dann? Immer? Den ganzen Abend? 2 Minuten? Also, wenn ich mit jemand im Bett liege, weil wir beide ja gesagt haben, ne? Und mittendrin sagt einer von uns, vielen Dank, bis hierher und nicht weiter. Tja, dann ist das echt okay. Aber man ist doch mittendrin. Aber das ist ja keine Achterbahnfahrt. Es ist okay, jederzeit auszusteigen. Aus der Achterbahn. Wenn Sex eine Achterbahnfahrt wäre, dann ja. Es ist sogar okay, extra nach Disneyland zu fahren, 189 Euro Eintritt zu bezahlen, 3 Stunden am Space Mountain anzustehen und kurz vor der Abfahrt zu sagen, du, ich habe mir das anders überlegt. Hef, da war ja die ganze Anreise umsonst. Vielleicht lief im Flugzeug ein schöner Film. Wenn dir das dauernd passiert, ist es deine Entscheidung, ob du mit dieser Person nochmal nach Disneyland möchtest. Wenn dir was an der Person liegt, kannst du auch fragen, was würdest du gerne machen. Für mich gehört Space Mountain einfach dazu. Für dich nicht? Das kannst du fragen. Und dann musst du mit den Antworten leben. Ich mag einfach keine Achterbahn. Das gibt es? Ich möchte mit dir lieber nur Fahrrad fahren. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ich bin noch nie Achterbahn gefahren und habe ein bisschen Angst davor. Ich hatte mal ein schwieriges Erlebnis auf dem Rummel als Kind. Du schreist im Space Mountain immer so laut, das ist mir unangenehm. Ich möchte eigentlich mit deinem besten Freund fahren. Oder deiner Schwester. Kann alles sein. Niemand schuldet dir eine Achterbahnfahrt und wenn du jemanden zwingst, dann kriegst du Hausverbot. Aber Space Mountain macht doch einfach allen mega Spaß, wenn sie da freiwillig drin sitzen. Papa, weißt du was? Wenn ihr eure Söhne erzieht, müsst ihr eure Töchter nicht mehr warnen. Ja, und was ist jetzt, wenn niemand mit mir Achterbahn fahren möchte? Dann kannst du den ganzen Tag allein zu Hause Hau den Lukas spielen.